Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem Reading für den kommenden Neumond im Zeichen des Skorpions am 28.10.2019. Ja, vielleicht hast du mein Video gesehen, das ich schon zu dieser Energie gemacht habe in dieser Woche. Vielen, vielen Menschen geht es zurzeit nicht gut. Die Energien sind wirklich herausfordernd, ja. Und ich habe jetzt auch natürlich für dieses Neumond-Reading meine Mannschaft um wertvolle Botschaften gebeten, die uns zugutekommen können, die uns helfen, mit dieser Energie umzugehen, ja, und die uns letztendlich auch ein Licht am Ende des Tunnels zeigen. Und ich möchte dich beruhigen, das gibt es, ja, vielleicht hast du hier schon auf diese sehr, sehr positiven Karten geschaut. Also es verspricht doch, leichter zu werden in Richtung des nächsten Vollmondes. Ja, meine Lieben, ich habe die Legung schon gemacht. Ich habe ja, das war, glaube ich, schon in den letzten zwei oder drei Mond-Readings wieder dieses Legesystem verwendet. Ich habe nach einer Gesamtenergie gefragt, welche Energie bringt dieser Mond jetzt mit für unsere Heart and Soul Family, in unser Kollektiv. Dann habe ich gefragt, aus welcher Energie kommen wir vielleicht so ja, vom letzten Vollmond des Widders und in welche Energie geht es dann weiter in Richtung des nächsten Vollmondes. Dann habe ich gefragt nach einer Botschaft aus unserem Unterbewusstsein, also eine Seelenbotschaft. Ja, was ist uns noch nicht bewusst? Und natürlich einen Rat der geistigen Welt habe ich erbeten. Den sehen wir dann hier oben. Ich zeige euch selbstverständlich am Schluss auch die Unterseite der Decks. Ich habe die Hauptlegung wieder aus dem Rider-Waite-Tarot gemacht. Die Karten seht ihr schon aufgedeckt. Und Klärungskarten habe ich diesmal aus dem Golden Universal Tarot erbeten. Die zeige ich euch dann gleich. Und ganz zum Schluss, weil das Deck einfach bei euch unglaublich beliebt ist, habe ich noch um eine Botschaft aus den Eulen der Glückseligkeiten gebeten. Eine Eule durfte auch noch zu Wort kommen zum Schluss für diese Mondenergie. Ja, jetzt schauen wir mal, welche Botschaften ich euch vermitteln darf. Ich habe eine Meditation über der Legung gemacht. Ihr wisst, ich bringe dann immer die Impulse, die ich erhalte, mit in die Deutung ein und versuche euch das Ganze jetzt in einen Zusammenhang zu bringen. Wenn du jedoch spürst, ja, und das spürst du meistens schon nach ein paar Minuten, dass das diesmal nicht deine Legung ist, dass du nicht in Resonanz gehst, ja, dann versuch's nicht anzupassen, ja. Also du spürst ganz genau innerhalb der ersten Minuten, ob diese Legung, dieses Reading wichtige Botschaften für dich hat oder ob es diesmal nicht der Fall ist. Ne? Denn bei allgemeinen Readings können natürlich jetzt nicht für alle, die das anschauen, wertvolle Impulse dabei sein. Aber ich hoffe natürlich, dass meine Mannschaft die Impulse ins Kollektiv bringt, die jetzt möglichst vielen hilfreich sind. Ja, meine Lieben, als allererste Karte, als ich gefragt habe, welche Energie bringt der Mond jetzt für unsere Resonanzgruppe mit, fällt hier der Page der Stäbe. Das ist eine leichte Energie, ja. Wir werden gleich sehen, wie sich das entfaltet. Ihr werdet jetzt erstmal denken, oh, wie soll die Energie leicht sein? Leicht in dem Sinn, der Page der Stäbe zeigt Hoffnung. Ja, das ist für mich eine Hoffnungskarte und die fällt eben genau dann sehr, sehr oft, ja, auch in persönlichen Readings erlebe ich das so, dass diese Karte dann fällt, wenn wir, ich sag jetzt mal, im Moment noch kein Licht am Ende des Tunnels sehen, dann möchte diese Karte als Botschaft, als Impuls dir vermitteln, dass du bitte deine Situation jetzt mal einen Moment lang aus der Vogelperspektive betrachtest, ja, und damit einen anderen Blick darauf erhältst. Denn, das kennen wir alle, in manchen Situationen, die uns wirklich sehr, sehr schwer erscheinen, steigern wir uns dann auch oftmals wirklich in Kummer, in negative Gedanken, in Zweifel, in Selbstzweifel, ja, hinein. Und wenn es uns gelingt und wenn es manchmal nur für eine Minute ist, quasi uns mal rauszubeamen aus der Situation und die Vogelperspektive einzunehmen, dann erkennen wir, dass doch nicht alles in unserem Leben wirklich rabenschwarz ist. Und so habe ich die Karte für uns heute als Hauptenergie wahrgenommen. Wenn der Skorpion seinen Stachel in dich reinbohrt, ja, und es ist bei vielen so, das haben vor allem die Kommentare von dem Video von der letzten Woche jetzt gezeigt. Wenn der Stachel piekt, ja,
dann gebe nicht die Hoffnung auf, dass es wieder leichter wird. Und als Klärungskarte, und das fand ich jetzt sehr interessant, sehen wir hier das Rad des Schicksals. Und damit bestätigt sich meine Intuition, die ich jetzt schon die ganze Zeit zu dieser Mondenergie hatte, dass bei vielen etwas Schicksalhaftes, etwas göttlich Geführtes passiert in dieser zähen, dunklen, schweren Energie, was dann plötzlich eine Veränderung bringt, die auch wieder Hoffnung schenkt. Ja, also das ist die klare Botschaft dieser beiden Karten in Kombination. Dieser Mond wird schicksalhafte Dinge zu uns bringen. Da passieren Dinge, mit denen wir jetzt eventuell noch nicht rechnen. Und ich habe so das Gefühl, das möchte ich euch einfach beschreiben, wie es sich für mich anfühlt. Da brodelt etwas, ja, die Energien, die kochen. Wir fühlen uns wie durch die Mangel gedreht, ja, wie durch einen Fleischwolf gedreht. Also richtig vom Leben geprüft. So, und dann passiert etwas. Etwas, womit du nicht rechnest. Ich möchte es gar nicht genauer bestimmen, ja, das ist ja für jeden auch was anderes. Etwas Unvorhergesehenes, das Rad des Schicksals, möchte sich für dich drehen, ja, und genau diese Drehung beschert dir plötzlich eine andere Situation. So spüre ich es. Ich hoffe, ich kann es einigermaßen erklären, wie ich es empfinde. Ja, so schlimm sich es vielleicht gerade anfühlt, es könnte bei vielen etwas passieren, das die Situation komplett verändert und plötzlich geht es wieder in Richtung Hoffnung. Dann frage ich, woher kommt ihr oder wir, ja, die sieben Stäbe, das ist eine Karte der Selbstverteidigung. Es kann also sein, dass du in dieser Zeit jetzt seit dem letzten Vollmond im Widder erkannt hast, dass es in gewissen Bereichen deines Lebens für dich darum geht, für dich und deine Werte einzustehen, Grenzen zu setzen, bestimmte Dinge einfach nicht mehr mitzumachen, ja, ganz klar zu sagen, was möchtest du oder was möchtest du nicht. Und sehr interessant jetzt, ja, ich liebe ja, wenn ich zwei Decks verwende, wenn gleiche Karten fallen. Wir haben hier die drei Münzen als Klärungskarte, ja, und die drei Münzen bringt nachher die geistige Welt explizit als Ratschlag. Die drei Münzen im Tarot, die symbolisieren eine Aufgabe, die in unser Leben kommt, ja, und zwar sind es so eine Art Prüfungen. Wenn wir die bestehen, und das Schöne an der Karte ist, dass sie uns eigentlich zusichern, dass wir alle Voraussetzungen haben, diese Prüfung zu bestehen. Wenn wir diese Prüfung bestehen, entwickeln wir uns auf Seelenebene ein Stück weiter. Und in Kombination sagt mir das jetzt ganz klar, dass du vielleicht in der letzten Zeit erkannt hast, dass du jetzt an einem Scheideweg stehst, ja, wo es für dich darum geht, dich weiterzuentwickeln. Vielleicht hast du lange in der Situation festgesteckt, ja, und du hast schon oft den Impuls erhalten, eigentlich wäre es meine Aufgabe, mich aus der Situation zu lösen, aber du hast es bislang nicht geschafft, ja. Und da könnte jetzt wirklich eine gewisse Kraft in dich eingekehrt sein, dass du Grenzen gesetzt hast, dass du vielleicht Situationen auch tatsächlich beendet hast, die dir nicht gut tun. Und damit hast du diese Prüfung gemeistert. Ja, und ich nehme auch wahr, du hast es auch tatsächlich als Aufgabe angesehen. Du hast erkannt, dass das auch deine Aufgabe war in dieser Situation. Ja, jetzt frage ich aber mal hier drüben gleich, ja, weil das so schöne Karten liegen, wie geht es denn weiter, wenn wir jetzt das hier so als Zeitstrahl betrachten in Richtung kommendem Vollmond, ja. Und da fallen beim Mischen sind zwei Karten gleichzeitig aus dem Deck gesprungen, einmal der Page der Münzen und einmal die Sonne. Die Sonne, einer meiner Lieblingskarten, ja, im Tarot, die steht für Erfüllung, für Leichtigkeit, für Freude, für Glück, ja. Und der Page der Münzen, das ist jetzt, wenn wir hier den Pagen der Stäbe nochmal zum Vergleich herziehen, auch ein sehr mutiges Kerlchen, das seinem eigenen Weg folgt und der sich, das ist jetzt der Unterschied, seines Selbstwertes vollkommen bewusst ist. Ja, der Page der Stäbe hat hier den Stab in der Hand, Feuerenergie, der geht leidenschaftlich und mutig los, ja.
Aber beim Pagen der Münzen ist das Interessante, dass er sich immer wieder seine Münze hier anschaut, während er losgeht. Das heißt, für einen Weg, den er beschreitet, braucht es Selbstwertschätzung. Und genau das passt jetzt ja wundervoll hier auch zu dieser Fortführung. Du hast die Aufgabe erkannt. Es geht für dich darum, Grenzen zu setzen. Ja? Es kann eventuell etwas Schicksalhaftes passieren, was die Situation für dich komplett verändert und du hast auf einmal Mut geschöpft, dass vielleicht doch noch nicht alles verloren ist. Denn so fühlen sich derzeit wirklich viele. Ja? Man sieht keine Hoffnung, man sieht alles schwarz, man hat das Gefühl, man hat immer und immer wieder an sich gearbeitet und die Früchte bleiben aus, ja, so ein Gefühl. Aber wie gesagt, mit dieser Veränderung, die hier eintreten könnte, die diese Mondenergie mitbringt, wirst du dir deines Wertes noch mehr bewusst. Und das passt natürlich sehr, sehr schön zur Energie der sieben Stäbe. Du siehst noch mehr, dass du hier diesen goldenen Taler auf deiner Hand hast. Ja, da möchte ich mal wieder an unseren Leitspruch erinnern. Du bist Gold. Du bist nichts als Gold. Du bist auch nicht Silber. Du bist Gold. Ja, denn so sieht dich Gott. Es kommt mir bei den Pagen der Münzen auch immer wieder ins Gedächtnis. Wenn ich diese Karte anschaue, habe ich sofort wieder diesen Impuls, in Situationen, in denen es dir nicht gut geht, wo du dich wirklich selbst auch nur sehr schwer annehmen kannst in dieser Stimmung, in dieser Situation, ja, versuche dich immer wieder aus den Augen Gottes zu betrachten. Denn er liebt dich auch dann. Und wenn du am Boden liegst, wenn du denkst, es geht nicht mehr weiter, wenn du an dir zweifelst, wenn du das Gefühl hast, du arbeitest und arbeitest an dir und nichts geht voran, auch dann in dieser Energie liebt dich dein Schöpfer bedingungslos. Und ich nehme der Sonne zum einen wahr, ja, dass wir aus dieser Phase dieser gewaltigen Energie jetzt mit diesem Skorpion-Neumond gestärkt hervorgehen. Ich nehme die Sonne hier für Lebenskraft wahr. Aber ich nehme sie auch als inneres Kind wahr. Das kam mir auch, ich habe es aufgeschrieben, auch in der Meditation als Stichpunkt. Nimm immer wieder dein eigenes inneres Kind in Schutz. Oftmals, ja, wenn wir in Situationen stecken, die uns in die Knie zwingen, dann fällt es uns ganz schwer, uns zu differenzieren von dem inneren Kind. Ja, dann nimmt das innere Kind überhand. Dann, ihr wisst selber, wie das ist, wenn ein kleines Kind, ja, bestimmte Sachen, was es gerne möchte, nicht erhält, dann wird es sehr zornig, sehr wütend. Und diese Energie bringt der Skorpionmond auch auf. Vielleicht spürst du das auch, Wut und Aggression, ja. Man weiß dann oft gar nicht, auf was man wütend ist, auf die Umstände, auf die anderen Menschen, die augenscheinlich Leid in unser Leben bringen, ob man wütend auf sich selbst ist, weil man vielleicht viel zu lange gewartet hat, ja, seinen eigenen Wert zu verteidigen. Man weiß dann gar nicht, auf was man wütend ist. Und so geht es dem inneren Kind. Es stampft dann mit dem Fuß auf, ja, und möchte es einfach anders haben. Es möchte das weghaben, was gerade ist. Und hier bringen die beiden Karten eigentlich ganz schön zum Ausdruck, dass du dich dann immer wieder in die Ruhe begeben sollst, in die Innenschau, in den Rückzug. Du als Erwachsener, ja, darfst dann dein inneres Kind liebevoll in deinen Arm nehmen. Ja, und darfst es trösten und darfst ihm auch wieder Hoffnung schenken. Also das habe ich ganz deutlich wahrgenommen. Ich wollte aber trotzdem da nochmal eine Klärungskarte und sehr interessant, da ist die Gerechtigkeit gefallen. Und damit spüre ich auch deutlich, gerade was ich angesprochen habe, viele von euch sind momentan so ein bisschen in dieser Energie, jetzt habe ich so viel an mir gearbeitet, ich gebe mir so viel Mühe. Ja, ich tue alles dafür, wirklich ein loyales, authentisches, integeres Leben zu führen. Ich verbinde mich immer wieder mit meinen göttlichen Helfern. Ich tue niemandem was zuleide und trotzdem geht in meinem Leben nichts voran. Oder sogar noch alles schief. Ja, wo ist da die Gerechtigkeit? Wo? Ja, und die Karte fällt, weil sie zum Ausdruck bringen möchte, dass dir Gerechtigkeit widerfahren wird.
Du brauchst keine Angst haben, dass Gott das, was du tust, für dich, für deine eigene Entwicklung, aber auch zum Wohle anderer ungesehen bleibt. Das habe ich ganz deutlich wahrgenommen bei der Karte. Wir Menschen, ja, wir denken immer mit dem Verstand, wir denken, wir wägen ab, ja, wir sagen, jetzt haben wir so lange an uns gearbeitet, jetzt haben wir wirklich alles so gemacht, ja, dass wir doch diesen Erfolg verdient hätten. Wir haben doch jetzt endlich mal Glück und Erfüllung verdient. Aber wisst ihr, was dann passiert? Wir kreieren Erwartungen, ja, und den größten Frieden in deinem Inneren findest du, wenn du erwartungsfrei bleibst. Vertraue dem Fluss des Lebens, vertraue darauf, dass das, was für dich richtig und wichtig, bitte beide Wörter gleichwertig verstehen, richtig und wichtig ist, dass genau das zu dir kommt. Dir wird Gerechtigkeit widerfahren. Du wirst die Früchte ernten. Aber hadere nicht mit Gott. Wenn du jetzt das Gefühl hast, du hast so viel getan, so viel gearbeitet, du hast so dich wundervoll entwickelt und trotzdem passiert nichts, dann hast du noch Erwartungen. Du sollst ja versuchen, in deinem Leben, so wie es jetzt gerade ist, in diese Akzeptanz zu kommen. Und an dem Punkt, an dem du dich befindest, ob du jetzt alleine bist, ob du mit Partner bist, ob du einen Job hast oder gerade auf der Suche, ob du vielleicht Streit mit Freunden hast oder nicht, du sollst versuchen, die Situation, die du im Moment um dich hast, anzunehmen und in dieser Situation das bestmögliche Leben zu führen. Und es gelingt dir am besten, wenn du Erwartungen loslässt. Wenn du dich selbst umsorgst, so wie du einen über alles geliebten Menschen umsorgen würdest. Wenn du dich um dich selbst kümmerst, um deine Bedürfnisse, wenn du immer wieder hinspürst, wie geht's mir eigentlich? Und damit befreist du dich aus dem Leid. Deine Seele bringt hier das Gericht, dein Unterbewusstsein, ja, bringt die Auferstehungskarte im Deck. Und die beinhaltet genau diese Entscheidung, Verantwortung für dein eigenes Wohlbefinden zu übernehmen. Solange du die Macht über dein Glück in die Hände anderer legst oder in die Hände der Umstände, die sich deiner Meinung nach verändern sollten, wirst du keinen Frieden in dir finden. Und je weiter du darin schon bist, ja, desto mehr kannst du diese Mondenergie an dir vorüberziehen lassen, sage ich jetzt mal. Und wenn du noch sehr in diesen Mustern steckst, dass du dein eigenes Glücklichsein, dein eigenes Wohlbefinden in die Hände anderer Menschen oder deiner Lebensumstände legst, ja, wenn es dir noch immer schwerfällt, dieses Glück in dir selbst zu kreieren, dann wird der Stachel wehtun, ja, von diesem Skorpionmond. Und das ist nicht, um dich zu verletzen hier, ja, das ist nicht, denn hier will dir niemand was Böses. Schau mal, hier fallen die vier Stäbe. Deine Seele sagt dir, diese Hochzeit im Leben kannst du dir selbst kreieren. Das hat nichts damit zu tun, ganz ausdrücklich, dass ihr euch keinen Partner an die Seite wünschen dürft, ja? Weil ich manchmal in den Kommentaren lese, dass ihr schreibt, ja, alles gut und schön, mich selber lieben, aber die Zweisamkeit ist doch dann doch letztendlich das Bessere. Keine Frage, ja, ich vergleiche es ja immer mit dem Kuchen und der Sahne oder der Torte und der Kirsche, ja? Aber die Torte ohne die Kirsche muss genauso lecker schmecken. Und wenn die Kirsche dann oben drauf sitzt, dann ist es wirklich der Jackpot. Aber solange du dir keine köstliche Torte backen kannst, selbst, ja, setzt sich auch keine wundervolle, reife, schöne, pralle Kirsche drauf. Ja, so meine ich das. Und das sagt dir hier die Seele. Ja, schau mal das Gericht, die Auferstehungskarte und die vier Stäbe. Die vier Stäbe, das ist eine Karte, die spricht von Erfüllung, von Lebensfreude, von Genussfähigkeit, ja. Alles, was man mit einer Hochzeit, natürlich auch mit einer Hochzeit verknüpft. Was verknüpft man mit einer Hochzeit? Freude, ja, das ist ein Tag der Freude, das ist ein Tag der Fülle, des Genusses, des Feierns, auch der Zuwendung zu Gott, ja, wenn man kirchlich heiratet. Und hier sagt dir einfach dein Unterbewusstsein, dass es für dich an der Zeit ist, diese leidvolle Phase durch eine bewusste Entscheidung
zu beenden. Energien triggern uns. Wir haben es in dem anderen Reading, wenn du das gesehen hast, gehört. Gerade in den Seelenpartnerschaften, wenn wir sehr eng mit einem Menschen auf Seelenebene verbunden sind, nehmen wir die Energien wahr. Und wenn es diesem Menschen nicht gut geht, dann überträgt sich das, ja. Aber letztendlich können wir auch da eine Entscheidung zu treffen, uns energetisch zu schützen. Ich habe in einigen Videos darüber gesprochen, ja. Und die Energie des anderen wirklich immer wieder liebevoll zurückzusenden. Nur ganz kurz, weil sonst kriege ich so viele Fragen in den Kommentaren. Eine ganz simple Übung, wenn du spürst, wie kannst du es überhaupt herausfinden? Ja, das ist, wenn dich Energie plötzlich überkommt. Wenn es dir gerade noch gut ging, ja, und von einer Minute auf die andere ändert sich dein Energieniveau und du fühlst dich sofort niedergeschlagen, traurig, erschöpft. Du weißt nicht, woher das kommt. Es gab nichts im Äußeren oder im Außen, ja, was das auslösen hätte können. Dann kann es Fremdenergie sein. Und dann bilde in deinem Geiste, vor deinem inneren Auge, eine goldene Lichtkugel um dich, um deinen Körper, ja, und stell dir vor, dass diese Energie von deinem Gegenüber wie Pfeile auf dich zukommt und die prallen aber an der äußeren Schale dieser Kugel ab, ja, ändern die Richtung und gehen wieder zu ihm oder zu ihr zurück. Und damit kannst du dann auch dir das so vorstellen, dass diese Pfeile wirklich richtig abprallen, die Richtung ändern und wieder zurückgehen. Und wenn du möchtest, kannst du dann noch entweder laut oder auch im Stillen den Satz sprechen, ich bin in meiner Energie, er oder sie, kannst auch den Namen einsetzen, ist in seiner Energie oder in ihrer Energie. Und das klappt nicht gleich beim ersten Mal, ja, bei manchen schon, bei manchen nicht. Das musst du ein paar Mal machen. Ich sag mal, wenn du das 10 Mal gemacht hast, ja, wirst du das lernen, diese Energie zurückzusenden und dich abzugrenzen. Und wenn es dir dann nach ein paar Minuten deutlich besser geht, wenn du dich leichter fühlst, wenn ein Druck von dir weg ist, dann war es ein Zeichen dafür, dass das eine Fremdenergie war, ja. Dann die geistige Welt, ich war vorhin schon mal kurz auf die Karte eingegangen, ja, sagt, dieser Prozess, in dem wir uns befinden und alle, die hier schon lange Zeit in Resonanz gehen mit mir und meiner Arbeit, meinen Readings, ja, wir befinden uns in einem Aufstiegsprozess, in einem Transformationsprozess zur Weiterentwicklung unserer eigenen Seele und auch zur Erhöhung der Energie im Kollektiv auf der Erde, ja. Je mehr wir Menschen unsere Schwingung anheben, jeder einzelne von uns, desto mehr erhöht sich die Schwingung der Erde. Und die geistige Welt bringt die 3 Münzen nicht umsonst. Die sagt, wenn es schwer wird, dann sieh es auch als deine Aufgabe an, durch diesen Prozess zu gehen, weil sich deine Seele vor dieser Inkarnation einfach dazu entschlossen hat. Und da sind wir wieder bei dieser Vogelperspektive. Ja? Wenn wir in so einem dunklen Loch sitzen, dann ist es so hilfreich, uns immer wieder vor Augen zu halten. Das hat einen Sinn. Ich habe mich vor meiner Geburt in dieser Inkarnation dazu bereit erklärt, diesen Prozess zu durchlaufen. Und ich möchte die beste Version meiner selbst werden. Dazu gehört Wahrhaftigkeit, Authentizität, dass du dich lebst, so wie du bist, dass du dich aber nicht nur lebst, so wie du bist, sondern dass du dich annehmen und lieben lernst, genauso wie du bist. Ja? Und damit wirst du dann auch gemäß dem, ja, berühmten Zitat von Jesus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wirst du auch deinen Mitmenschen in dieser Energie begegnen. Jemand, der vollkommen in der Selbstannahme und in der Selbstliebe ist, da spreche ich nicht von Egoismus oder sowas, ja, sondern ich meine schon diese hohe Schwingung der Liebe, der begegnet auch den Mitmenschen, den Tieren, allen Geschöpfen in dieser Energie. Und das ist unser Aufstiegsziel. Und ich habe hier auch noch eine Klärungskarte erbeten und da fällt die Königin der Stäbe. Und das ist eine wunderschöne Karte, hier nochmal als Rat der geistigen Welt. Wenn du als Mann zuschaust, siehst bitte als Stabkönig. Denn diese Stabenergie, ja, die zeugt vor allem von dieser emotionalen Unabhängigkeit, von der ich vorhin gesprochen habe. Die Stabkönigin oder der Stabkönig, das sind die Königinnen oder Könige, die einfach für sich selbst verinnerlicht haben, dass sie alleine ihres Glückes Schmied sind.
dass nur dann, wenn du mit dir selbst im Reinen bist, wenn du selbst ein glückliches und zufriedenes Leben mit dir führen kannst, dass nur dann auch ein entsprechender Partner von dir gemäß dem Resonanzgesetz angezogen ist oder wird, ja, mit dem dann eine erfüllte Beziehung möglich ist. Und das ist ja so Tenor von diesem gesamten Reading, ja, deinen Wert erkennen, leidvolle Dinge beenden, für dich einzustehen und dann, wie gesagt, könnten noch schicksalhafte Dinge geschehen, die geschehen schon, ja, ich krieg das mit, die letztendlich vielleicht auch Gerechtigkeit bringen, ja. Und an der Unterseite im Rider-Waite liegt nochmal explizit der Mond, ja. Also diese Mondenergie wird viele Menschen nochmal dazu ermutigen, Situationen zu verlassen, wo man einfach spürt, ja, wie hier auf der Karte, dass keine seelische Weiterentwicklung mehr möglich ist, ja. Der Mann macht sich auf ins Ungewisse, ja, hier in die Nacht, mehr oder weniger, aber er weiß, dass da, wo er ist, ja, es für ihn nichts mehr zu tun gibt. Und sehr passend auch die 7 Kelche an der Unterseite des Decks des Golden Universal Tarot. Das ist die Karte für die Illusion. Ja, passt natürlich jetzt auch sehr schön zur Gesamtenergie, denn da wird uns natürlich auch nochmal klar, welche Kelche, ja, in unserem Leben eben noch nicht mit Selbstwertschätzung, mit Selbstliebe, Selbstfürsorge gefüllt sind. Ja, vielleicht reißt dieser Mond auch natürlich noch ein paar Masken ab. Ja, das hatten wir im anderen Reading. Da kommen Dinge vielleicht auch ans Tageslicht, die man in einer Illusion, ja, in einem Fake noch bislang verbergen konnte. Aber die werden jetzt hier sichtbar. Ja, und das wird in dem ganzen Jahr 2019 bis zum Ende auch noch weitergehen. Und explizit zu den 7 Kelchen, ja, sagt uns jetzt hier diese süße kleine Eule, lebst du wirklich dein buntes Leben oder malst du es nur schön bunt an? Ja, also das passt natürlich zur Illusion und zur Fake-Situation wie die Faust aufs Auge, denn manchmal versuchen wir, unser Leben einfach nur bunt anzumalen, obwohl das Ganze ziemlich grau ist. Wenn wir aber von innen heraus unser buntes Leben gestalten, ja, hier mit der Energie, Page Münzen, Sonne, ja, wenn wir unseres eigenen Glückes Schmied werden und in der Lebenssituation, in der wir uns befinden, jeden Tag aufs Neue das Beste herausziehen, dann wird unser Leben bunt. Eine Situation, ja, die wir eigentlich, wie es uns hier die 8 Kelche zeigen, verlassen sollten, können wir auch noch einige Zeit bunt anmalen. Da wird eben der Wert auf Äußerlichkeiten gelegt, ja, vielleicht wird noch schön auf sozialen Medien tolle heile Weltbilder gepostet, ja, da versucht man Probleme unter den Teppich zu kehren, Gespräche, die in die Tiefe gehen, werden vermieden. Das ist Leben bunt anmalen, ja, aber Leben bunt führen bedeutet Wahrhaftigkeit, zu dir stehen, so wie du bist, dich lieben lernen, so wie du bist, ja. Nicht nur akzeptieren, ja, ich akzeptiere wie mein Aussehen oder ich akzeptiere halt, wie ich bin, ja, schon okay, könnte besser sein. Nein, du bist schon das Beste, du bist das Beste. Und unser Ziel ist, denk nochmal an die 3 Münzen, die beste Version unserer selbst zu werden. Und wenn es noch Aspekte an dir oder in deinem Leben gibt, die dir nicht gefallen, dann hast nur du allein die Kraft und die Möglichkeit, das zu ändern. Kein anderer Mensch, der in dein Leben kommt, kann das ändern, was dir an dir nicht gefällt. Meine Lieben, ich hoffe, ihr kommt gut durch die herausfordernde Energie. Wir haben dann auch noch diese ganzen Portaltage am Stück. Ich glaube, die enden erst am 4.11. Ich komme jetzt sowieso zu euch mit den ganzen anstehenden Readings für November. Das heißt, ich bin präsent. Bitte schreibt mir aber nicht so viele Nachrichten. Ich schaffe es momentan nicht, alle zu lesen. Es überflutet mich wieder. Seht mir nach, wenn ihr keine Antwort erhaltet, denn sonst mache ich den ganzen Tag nichts anderes. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Und ich bedanke mich natürlich für jede Unterstützung meiner kostenlosen YouTube-Videos hier. Von ganzem Herzen danke.
Ich drücke euch, ich wünsche euch viel Kraft für diese Energie und bin ja schon sehr bald wieder zurück bei euch. Bis dann, eure Uli.